was bisher geschah. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Habt den Deal angenommen. Es gehört alles Dion Stoddard. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Was zum Kai? Ich war mir so sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Und damit herzlich willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Trifft dich mit der Kontaktperson. Ja, wir sind immer noch am Ausbruch beteiligt. Der hat uns ja so schön gewarnt letztes Mal. Alter, wie viel hier los ist. Halt dich einfach fest, hat er gesagt. Alter, wie soll ich denn bitte hierher kommen? Scheiße, das wird nochmal heftig. Also Tab hat gesagt, halt dich einfach fest. Schon ist der ganze Bus in die Luft geflogen. Thais hat uns herausgeholt. Ich glaube, er ist Thais. Ich bin mir gar nicht sicher. Alter, das wird nochmal heftig. Ich habe nur einen Taser, 6 Schuss. Okay, um was zu werfen. Alter, fuck. Also müssen wir jetzt nochmal extremst vorsichtig vorgehen. Wie soll ich das denn hinbekommen? Kann die sein. So. Ah, okay, anscheinend sollte er mich sehen. Ich hoffe, ich habe gerade nicht zu laut ins Mikro geschrien. Ich renne jetzt einfach. Scheiße, Alter. Was denn? Was für Licht? Ich verstehe dich nicht. Sieh es mir nicht. Sein Ernst? Nicht sein Ernst, oder er hat mich jetzt echt verloren. Oh Gott, Alter, was für eine Ach du Heimatland. Ja, das war ja klar, dass das in die Hose geht. Ich wurde getased. Was ein Gefühl. So elektrisierend. Nee, das muss man nochmal anders angehen, auf jeden Fall. Ey, nicht mehr, oder? Leute, was ist denn hier los? Wir haben keinen Sichtkontakt mehr. Zum Glück, ey. Alter, ohne Witz. Einfach ganz langsam, ganz gediegen. Geh einfach weg. Es wird auf jeden Fall schwieriger als gedacht hier mit den ganzen Helis. Wir sehen ihn nicht. Subradius wird ausgeweitet. Oh, Gott sei Dank. Alter, ich dachte gerade, ohne Witz, er sieht mich. Du springst denn da so rum, Alter? Geh weg. Was? Nein! Warum? Er muss da irgendwo sein. Kein Sichtkontakt. Komm, geh da weg, du scheiß Licht, dann renn ich. Fuck. Wie knapp war das denn bitte gerade? Wie, der fliegt jetzt über mich, ey. Leute, das wird eine knappe Nummer. Das wird eine richtig knappe Nummer. Nein, genau in die Richtung. So ein Scheiß. Was, Alter, heftig. Oh Mann, ey. Ja, ja. Oh, perfekt. Zum Glück, ey, zum Glück. Sehr gut. Dein neuer Look gefällt mir übrigens. Was wollen wir hier, Tyson? Warte einfach ab, Mann. Nein, ich will's jetzt wissen. Uns Tyson gerade den Arsch gerettet. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber hat funktioniert. Los, mir nach. Hat in der Tat funktioniert. Mal gespannt, was jetzt so auf uns zukommt. Wir sind jetzt, gut, wir sind kein Kopf mehr. Unverhaftet. Wir wechseln anscheinend gerade die Seiten. Ich bin mir da noch nicht so sicher.
Aber anders kann es ja nicht kommen. Wir sind gerade ziemlich illegal unterwegs. Und da ist Kai. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport. Der Schlüssel. Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszunocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, was? Und du kriegst einen schicken Knast-Overall. Fällt die Entscheidung so schwer? Die Reaktion gerade von Thais. Ja gut, Kai ist noch auf unserer Seite, das ist gut zu wissen. Ich weiß zwar noch nicht genau, ob das, also ich weiß, es war immer so nicht hin und her. Einmal hat sie uns schon verarscht mit dem Geld, dann nochmal, dann hat sie wieder die Knarre auf uns gerichtet. Aber ich denke, das wird schon passen. Ich bin Julian Dawes. Ich räume auf in Miami. Naja, ein paar faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, das zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt Dawes schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal. Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia und Dawes ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich.
Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht dran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja, nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Na, schau mal, wer jemand drin ist. Auf die Nerven. Sag meiner Frau, dass ich heute später komme. Oder verkackst du das auch? Ja, ich würde sagen, einer bleibt. Sie sind weg. Oder nein, er fährt mit. Okay, alles klar. Ab da rein. Es muss Verkaufsdaten geben, Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus, Kinderlein. Okay? Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Ach, Nick. Halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Dann rennen die gute Stube. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. Sag mal einfach nichts dazu, dass ich die ganze Zeit das gleiche Rückspiegel sehe, aber passt schon. Würde nicht weiter schlimm sein, weil ich glaube, da war kein Zebrastreifen. Egal, weiter geht's. Alter, geile Wumme. Ja, das ist echt geil. Wer macht mal ein. Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Kein Alarm. Cool. Das ist tatsächlich cool. Sehr von Vorteil. Wenn er online ist, ist es der Falsche. Achso, als das ausrüsten. Mendoza. Was ist da auf dem Tisch? Papierkram. So was Interessantes. Kann er nicht mehr kaputt machen hier. Hey, ich reiß mit euch zusammen. Ist das ein Brief? Der hier ist es. Also gut, Kai. Ich werde dafür reconnecten immer. Nee, das Internet. Klappt nicht. Ach, scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen. Da drüben nach dem. Das sehe ich mir mal an. Ausschwärmen, los! Seht da drüben nach! Na komm. Sucht überall! Habt ihr da schon nachgesehen, Büro? Ja, ja, ganz ruhig, Leute. Alles ganz nick hier mit der Schalter. Ach. Oh, shit. Gut, dass ich dieses doppelte Zoom drauf gebracht habe. Sehr schön. Hätten wir das. Tyson, wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Na, dann wache ich mir hier den Download. Wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Na, hatte ich geklappt. Da kommen sie. Mehr oder weniger. Oh shit. Die andere Tür! Vorsicht! Oh Gott, scheiß mal, schall einfach. Das ist hier Magnum Power angesagt, auf jeden Fall. Die haut ganz gut rein, soweit ich weiß. Jetzt kommt hier mit MPs. Jetzt wird es langsam ungemütlich hier.
Cops kommen, nicht? Na komm, wo ist er hin? Hab ich auch ein paar Hände gesehen. Also. Wer ist das? So, dauern. Wir leben noch. Ja. Gute Arbeit, Mendoza. Noch alles dran. Ja, als Cop lernt man so einiges. Haben wir es denn mal hier? Alten Kumpel sind unterwegs hierher. Scheiße. Oh, shit. Einfach hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Die Cops kommen. Aufpassen! Was? Hilfe, Alter. Alter, was ist denn Trick hier? Minigun oder was? Hau drauf. Wir können jetzt nicht einfach weggehen. Achso. Ja. Ja, guck ihn dir nicht an. Shit, Leute, wer hat den fucking Minigun mitgenommen? Zu der Party war er nicht eingeladen. Das bringt, glaube ich, nichts. Alter, heftig. Jetzt holen wir uns hier raus. Zeig, was du kannst, Thais. Ich bin gesprungen. Alter. Hol uns hier raus! Holy shit, Alter. Nicht geschrumpft, oder ist das der Sitz? Hier mit den Airbags los. Funktioniert nicht so ganz. Moment! Komm so drauf. Alter, Alter. Wie zum Teufel. Oh, ich sehe wieder richtig rum.